MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Oh, oh, oh. Wenn uns da nicht die Polizei anhält. Gut, das ist ja jetzt noch schwieriger einzuschätzen mit dem Modell als mit dem davor. Obwohl es eigentlich noch einfacher sein müsste. Ach, nicht einfacher, sondern gleich, weil die Nase hat sich ja vorne nicht verändert. Ja, jetzt sieht man so ein bisschen Nebel, das sieht auch ganz nett aus. Echt nicht verkehrt. So, wir haben noch 503 Liter. 502 Liter. Wir haben natürlich jetzt dadurch, dass wir umgebaut haben, ein enormes Tankvolumen. Einen besseren Verbrauch, so wie ich gerade sehe. So, A10 fahren wir jetzt ab. Weil mit 500 Litern kommen wir jetzt circa 1555 Kilometer weit. Aber wir haben auch nur noch den Verbrauch von 39 Liter im Schnitt. Ich komme an, ohne zu tanken. Der Umbau hat jetzt circa über 200.000 gekostet. Und da bin ich richtig baff drüber. Das Auto war ja noch weit genug weg. Starten wir mal ein Elefantenrennen der besonderen Art. Ewig langer Luxusliner gegen billigen irgendwas. Ist natürlich doof, wenn man realistisch fährt. Ich dürfte jetzt kein Fernlicht anhaben, weil ich ja links die ganzen Fahrzeuge blenden würde. Aber momentan geht es ja von der Sicht. Wir haben 5.38 Uhr im ETS. Angenehme Zeit. Der Truck ist ja wohl geil. Ist echt ein Kunstwerk geworden, der LKW. Wahnsinn. Da müssen wir uns auch noch eine Schlange einreihen. Ja dann. Ach ne, ein BMW-Anhänger. Guckt an. €16. Alle Achtung. Dankeschön. So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, wir müssen hier auf der Spur bleiben, so wie es aussieht, oder? Ja, genau. Hier müssen wir bleiben. Man konnte es gerade nicht so richtig erkennen, aber ich war richtig. Zum Glück. Das sind immer nur 18 Stunden Fahrt, die wir vor uns haben. Wahnsinn. In 6 Stunden muss ich nochmal pennen. Schön warten, nicht einfach reinfahren.
Ach, ist das nicht schön hier. Was, das ist ein Dreckswetter hier. Ich wollte nochmal probieren, ob das Fernlicht noch funktioniert. Das Schwein ist einfach rausgezogen. Habt ihr das gesehen? Was eine Ratte. Ist aber auch morgens viel los. Haben wir jetzt Berufsverkehr oder was? Das ist richtig asozial hier. So, Junge, du musst jetzt warten, es tut mir leid. Wir wären jetzt zwar als nächstes dran gewesen, aber dann reinzukommen und das Timing zu erwischen, währenddessen alle, die hinter mir stehen, einfach dran vorbeifahren, asozial. Nix da. So. Stück. Perfekt. Bis jetzt haben wir Glück mit den Mautstellen. Es gibt auch einen Mod, den hat mir ein User geschickt. Ich habe ihn noch nicht aktiv. Wo die Mautstellen einfach die Schranken weggemacht sind. Der ist natürlich super. Sind wir uns einig, oder? Also, das ist wirklich Kunst. Es ist aber auch ein Dreckswetter hier im ETS, ne? Also heute Mittag hat es kurz geschüttet in Aachen. Und seitdem haben wir eigentlich schönstes Wetter. Muss man mal sagen, ja. Es sieht super schön draußen aus. Viele fragen auch, warum momentan nur Watch Dogs und ETS 2 kommt. Das liegt daran, dass ich gerade momentan noch ein bisschen wenig Zeit habe, Leute. Lasst mir ein bisschen Luft, dass ich das mal hinbekomme, dass endlich wieder City Car Driving am Wochenende kommt und so weiter. ETS 2 kommt auf jeden Fall mal von dienstags bis sonntags. Und von daher braucht ihr euch dafür keine Sorgen zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Livestream, wo auf jeden Fall ETS 2 gespielt wird. Landwirtschaftssimulator 2015. Wie sieht es überhaupt bei euch aus? Möchtet ihr einen Landwirtschaftssimulator 2013 nochmal hier auf dem Channel sehen? Weil das gibt es momentan überall im Angebot und die Idee wäre ja da, es nochmal zu spielen. Ne? Mit der Community dann zusammen, nicht alleine. Die Idee wäre cool, finde ich. Was steht da? Auf dem Trailer hinten drauf? Ah, kann man leider nicht erkennen. Nein, auch so nicht. Das ist irgendeine Firma, glaube ich, oder? Ja. Monsanto Mais. Ah, okay. Das ist Biotechnologie. Ah, okay. Zwei Stück direkt hintereinander. Das sieht für mich nach Bombentransport aus. Wir müssen sie aufhalten. Nein, Herbert müssen wir nicht. So. Wieder beruhigen. So. Bis jetzt haben wir keine Delle im Scania drin. Das wollte ich eigentlich auch so weit behalten. Doch, einen Unfall hatten wir doch gerade eben noch gehabt, oder? Bin ich falsch? War das vor dem Umbau oder nach dem Umbau? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
ist echt beängstigend. Achso, Leute, die neue Version, die installiere ich demnächst noch. Macht euch da mal keine Sorgen. Momentan laufen wir noch auf der Vorgängerversion. Ich glaube nämlich, da muss ich auch die TSM-Map aktualisieren. Dann fahre ich lieber den Auftrag zu Ende und aktualisiere dann. Als wieder eine Last zu verlieren und da zwar kein Geld zu bezahlen für, aber trotzdem ist dann schon doof irgendwo. Boah, ist das ein scheiß Wetter. Aber ich wollte Regen. Ich wollte Regen haben, das wisst ihr ja. Ich habe mir immer so gewünscht damals bei der Fahrprüfung, beim Führerschein lernen, dass es endlich mal anfängt zu regnen, dass ich einfach weiß, wie es im Regen zu fahren ist. Ich finde im Regen fahren mittlerweile richtig cool. Außer es ist gewitterartiger Starkregen, dann ist das nicht so schön. Aber sonst ist es eigentlich ganz chillig. Nur, dass das Auto dann zwischendurch beschlägt, wenn man selber nass ist und sich reinsetzt durch den Regen, ist man ja nass. Und solche Späßchen, aber... Komm, Kollege, komm, 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 komm. Sehr gut. So, UPS. We love Logistik. Da haben wir wieder so einen Reisebus. Der Reisebus der Toten. Da sitzt meistens nie einer drin. Achtung, seid gespannt. Ach, da sitzen Leute drin. Ich werde nicht mehr. Tja. Übers Ohr gehauen worden. Huch. Du bleibst schön da stehen. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen hatte beim Scania T-Modell. Dabei war es die Aufrüstung. Ich konnte es damals nicht zeigen, weil ich keine Kohle dafür hatte. Irgendwas war es. Wir können ja mal gucken, ob es in Madrid eine schöne Filiale gibt, wo wir uns einnisten können. Dass wir unseren Sitz auch ins Ausland transportieren. Also nicht so Deutschland intern bleibt. Wir haben ja jetzt, Moment, momentane Firmensitze sind ja in Firmenmanagement. So. Da ist es, das Garagenmanagement wollte ich haben. Wir sind ja momentan in Dortmund, Düsseldorf, Köln und wo auch immer. Und die sind, glaube ich, auch alle voll, außer in Dortmund. In Dortmund sind noch zwei freie Plätze. In Dortmund sehe ich aber gerade, sind alle getunten, alle Trucks, die aus Mods sind, der Kazam, der Volvo und der Petersbill. Die anderen sollten normale LKWs haben. Der Renault, so, das wollte ich gesagt haben. Ah, wir sind sesshaft in Köln selber. Und in Dortmund ist das noch eine kleine Filiale, dafür ist die voll. Ah, okay, gut. Muss man ja alles ein bisschen wissen. Ach ne, ah doch, wow, das Schild ist falsch. Zwei Spuren gehen geradeaus, die rechte geht dann nach rechts ab, aber irgendwie führte nur eine geradeaus. Okay, ist so schlimm jetzt auch nicht. Sollen wir mal tanken? Machen wir einen Tank voll? Ja, ne? Tanken wir mal, wir haben ja Zeit ohne Ende.